Das ist der mit dem Level 33 Maschott, ne? Das würde ich lieber Sorti machen lassen. Sorti kann ich problemlos in alle Kampfattacken reinwechseln. Okay, hätte ich auch mit Conchon machen können, weil mit dem Flammenwurf hätte ich den wahrscheinlich auch getwo-hittet. Das wird aber höchstwahrscheinlich nicht für einen One-Hit reichen. Oder doch? Okay. Ich unterschätze Sorti. Man sollte niemals unterschätzen, wie stark so ein Golbat sein kann. Und dabei ist der jetzt noch nicht mal voll entwickelt. Ein Volteball? Nee, mal eine Abwechslung. Der einzige Biker mit Elektro-Pokémon hier. Ich bin nicht sicher, aber könnte dieses Volteball nicht schon ein Elektroball sein? Ich weiß jetzt nicht genau, wann sich Volteball entwickelt, aber das war irgendwann zwischen 20 und 30. Weil so spät entwickelt sich Volteball nicht. Oh, wobei, jetzt hätte... Oh. Moment, Moment. Der hat meine Verteidigung gerade halbiert. Wenn der jetzt Finale macht, tut das auch Conchon richtig weh. Ich schmeiß da lieber Skadima rein. Funkensprung, okay. Natürlich sind wir paralysiert davon. Ladevorgang. Aber wir hoffen, dass er keinen Spätzle-Boost kriegt. Kriegt er zum Glück nicht. Der ist ja hier noch nicht garantiert. Der wurde erst später mal unter Garantie gesetzt. Okay. Wir sind fertig hier. So, die drei Vogelfänger da unten machen wir dann auch bald. Erstmal schaue ich, ob es hier irgendwas gibt. Habe ich eh nicht. Erstmal ins Pokémon Center. Die Typen da hinten sind alles Vogelfänger, das heißt, ich kann hier auch Fight wieder nicht wirklich mitnehmen. Fight darf jetzt aber gleich wieder mit, wenn ich da die Route nach da oben mache. Ich könnte natürlich jetzt auch erstmal die Safari-Zone machen und mir Stärke und Surfer holen. Wäre vielleicht so eine Aktion. Flug gegen Flug, wie wir sind damit. Ein Habitak. Das ist doch kein Problem. Noch ein Habitak. Ja, ist immer noch kein Problem. Fehlt hier eindeutig ein Elektro-Pokémon in dem Team. Aber gut, dass ich da schon was geplant habe. Allerdings wird das erst nach der 6. Arena gehen. Wenn ich dafür den Surfer brauche. Weil ich dann zum Kraftwerk komme und da gibt es ja jede Menge Elektro-Pokémon, die man sich fangen kann. Ich bin allerdings auch mal hinter einem ganz bestimmten her. Ein Sternschauer will er lernen.
Ist zwar hier noch physisch und trifft immer, aber Schlitzer finde ich hier trotzdem besser. Noch ein Habitak, ja. Im Vergleich zu den ganzen blöden Bikern und Glatzköpfen von vorhin ist das hier wieder richtig einfach. Ja, der Fahrradweg ist kein Kinderspielplatz. Da bitte. Pascal mit einem Habitak. Das ist jetzt sogar Level 29. Mal schauen, vielleicht überlebt er sogar eine Geheimpower. Tut er aber nicht. Und dann hat er noch einen Ibitak. Ja, komm. Mal einfach auch als mit Kari. Da wird zwar die Geheimpower jetzt definitiv nicht reichen, aber vielleicht paralysieren wir es ja. Oha. Also ich habe ja gewusst, dass er das überlebt, aber dass er nicht mal die Hälfte kriegt. Nicht fünfmal treffen, bitte. 3, 4. Hörst du auf? 5-mal getroffen mit Folienschlag. Dafür gibt es ordentlich EP für die Kali. Wie viel Geld habe ich eigentlich inzwischen schon wieder? Der Fahrradweg müsste ja wieder ordentlich was abgeworfen haben. 37.000. Ja gut, ich brauche 70.000 für das nächste Teil, was ich mir aus der Spielhalle kaufen will. Es wird nämlich wieder eine TM. Dieses Mal der Spukball und der ist für Konchan. Mal wieder. Ein Dodri. Ui. Triplette. Oh, 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 das tut weh. Boah. Das war halt damals noch eine physische Attacke. Ich muss Kenji da reinwechseln. Oha! Ach nee. Sorry, Kari, aber das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Macht der da eine Verfolgung? Ja. Ich hab's gefühlt, dass heute jemand stirbt. Ah. Das Ding Verfolgung drauf. Ob er das jetzt wirklich predicted hat oder ob das Zufall war. Ach du Heilige. Naja. Wir sind lange ohne Todesopfer geblieben. Na gut. Kriegen Whitey und Rüke jetzt endlich mal Gesellschaft hier drin. So, wir brauchen ein neues Teammitglied. Ich habe jetzt kein Normal-Pokémon mehr. Chrissy als Relaxo würde sich hier eigentlich fast anbieten. Aber gut, Fight kommt jetzt auf jeden Fall erstmal wieder rein. Relaxo hat halt das Problem, dass es enorm heilintensiv ist, weil das Ding einfach immer langsamer ist als der Gegner und es wird halt immer einen Hit kassieren. Für die Psycho-Arena werde ich es auf jeden Fall trainieren, aber sonst werde ich jetzt erstmal so weitermachen. So.
Dirki und Veit dürfen jetzt erstmal wieder ein bisschen trainiert werden. Hat das Dodri da einfach Verfolgung drauf? Und predicted da einfach meinen Switch. Na gut, die richtige Aktion, die einzige Aktion, die ich mal hätte machen können, um Kari zu retten, wäre heilen gewesen, aber die Triplette hat mehr Schaden, hat mehr als 50 KP Schaden gemacht. Das heißt, es wäre auf Dauer nicht gut gegangen. Es hätte mich einen Haufen Supertränke gekostet. Dann hätte ich sie retten können, aber. Ja. Passiert ist passiert. Ich darf mir hier noch ein Pokémon fangen auf der Route. Ich weiß zwar nicht genau, was ich hier jetzt alles kriegen kann, aber. Suchen wir einfach mal. Habitak habe ich schon. Ein Dudu. Weiblich. Ich habe nicht wirklich irgendwas, was ich... Oder... Ich glaube, mit dem Rankieb kann ich schwächen. Ist ja nicht effektiv. Naja. Bitte nicht fünfmal. Natürlich trifft er fünfmal. Gut, wenn ihm das zu wenig abgezogen hat, dann können wir auch einen Gigasauger machen. So. So, wir haben wieder ein Weibchen. Na gut, nachdem Kadimir ja gerade gestorben ist, da kann ich ja wenigstens ihre Freundin hier mit reinbringen. Darf sie für Kadi weitermachen. Bring ich das überhaupt rein? Moment, 1, 2. Ja, das sollte reinpassen. Gerade so. Dann haben wir Telekortex jetzt auch hier mit dabei. Dann haben wir jetzt schon fast die ganze Twitter-Gruppe. Ich glaube, Ria fehlt jetzt nur noch. Möchte ich nun mal eine Sache schauen. Das hat ein zartes Wesen, okay. Angriff und Init sind okay, aber der Rest ist so lala. Na gut, ist ja auch noch nicht entwickelt. Ja gut, ich glaube, ich mache zuerst den Ausflug in die Safari-Zone. Also, jedes der Gebiete in der Safari-Zone zählt hier extra. Das heißt, ich darf... Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich hier fangen darf, aber mal schauen. Auf jeden Fall gibt es einen Haufen Items hier drin, die man sich holen kann. Ein Blutzeug. Ja, mal schauen, ob wir das Ding fangen können. Ups, ich wollte nicht auf Köder gehen. Werfen wir mal einfach einen Stein.
ist ausgebrochen. Es bleibt aber da. Okay. Und es befreit sich einfach so. Und es ist geflohen. Ja, okay. Dann kriegen wir hier schon mal kein Pokémon. Wäre eh nur ein Omot gewesen. Und ohne Falterreigen ist das Ding leider eh nicht so gut. Dodo habe ich gerade eben gefangen. Also nein, danke. Hier in dem Gebiet darf ich dann nochmal suchen. Hier haben wir einen Blattstein. Sonnentag, das ist eine TM. Schon wieder ein Dodo. Haben wir doch alles schon. Eine Top-Genesung. Hier ist nix. Sah so verdächtig aus. Ein Nidorina. Okay. Erstmal einen Köder werfen. Dann werfen wir einen Stein. Und, ach ja, liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Wir werfen keine Steine auf wilde Tiere. Komm schon, lass dich einfangen. Ich will Verwendung für meinen Mondstein haben. Ach. Auch der geht weg.